Ah, das Intro, das war nice. Ist Bulmers im Angebot? Okay. Noch nie gesehen, dass man Lidl Bulmers besitzt. Tja. Ah, nein! Es Was? tropft. Die Flasche tropft. Schön ins Auge rein. Yikes. Ich habe gehört, dieses Tentakelvieh kann man bumsen. Ja, und das heißt Mindflayer. Dessen Pimmel sieht bestimmt auch so aus. Wenn du so möchtest, kannst du den Mindflayer mindflanken. Tutorials aktivieren. Warum hast du nicht über meinen Witz gelacht? Not funny! Ja, okay, ein bisschen Meine lustig Witze. War der schon. Mein Flanken fand ich jetzt schon voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Also kann man nichts sagen. Mach mal meinen Stream an. Ich hab deinen Stream angemacht. Sag mal Hallo im Chat. Oh, Jesus. Das nervig, dass der Sound ausgeht, sobald ich raus tabbe. Ja, warte mal, ich starte mal kurz eine lang. Warum ist mein Stream Manager Menü wieder komplett resettet worden? Weiß ich nicht. Werbepause. 3 Minuten. 2 Minuten. Werbung Pause. Sind 11 Spielen? Hä? Sind 11 Spielen? Ah, ne, kann ich auch ändern. Ach, man kann Originalcharaktere spielen. Warum heißt der Drache Dunkles Verlangen? Ich glaube, das also erstmal ist das ein Dragonborn. Dovahkiin. Und weiß nicht, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich mach dich mal ein bisschen lauter. Sag mal was. Hallöchen. Manchmal bist du leise, manchmal laut komisch. Ja, die Musik ich ist auch will ein Spiel. Was? Tiefling, Tiefling, Tiefling. Warum wollen alle immer Tieflinge spielen? Weil Tiefling Beste sind. Weil ah, meine Ohren! Die sind. Ah! Ja, mach mich halt leiser, du Vogel! Beleidige mich nicht. Ich mach dich die ganze Zeit lauter und leiser, aber irgendwie. Einführung spielen. Achso. Hast du noch gar keinen Charakter erstellt jetzt? Nein. Einfach gesagt, ja, this is life now. My rancid blood whispers to me. Kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Ist das Bill Nye? Was? Die Stimme von Dunkles Verlangen. Das ist ein Dragonborn. Es ist nicht Bill Nye. Wo kann ich denn... Ach, da bei eigenem.
Das erste, was ich kriege, wenn ich auf Randomize klicke, ist ein Tiefling. Ja, as you should. Asmodeus Tiefling, was ist Asmodeus? Ja, das steht da bei, wenn du hier bei der Erfolgsunterart draufklickst, links. Da in dieser Liste, wo das steht. Ah ja, mhm. Ah ja. Dann steht bei, was die bestimmtes können. Asmodeus ist halt, glaube ich, Feuer, ja, begabt. Warum? Okay. Also ein Drache in Jaskirs Outfit ist schon lustig. Nessus, tiefste Schicht der Hölle. Aha. Und wir wissen alle, was wir als erstes machen. Fireball casten. Ich glaube nicht, dass du den schon hast. Das ist, glaube ich, Level... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was für ein Level der hat. 5 oder so? Jedenfalls relativ hoch. Also der Spell. Und ich meine, ich weiß nicht, wie das hier ist, aber bei Dungeons & Dragons kannst du... Ich glaube, ich bin jetzt Level 12 oder 11 und hab Spells von Level 5. Okay. Oh shit, ich hab Handsome Squidward. As you should. Wie soll man denn die den Körperbau ansehen, wenn der so eine komische Rüstung trägt? Rüstung, Kleidung. Kannst du ihn ja auch nach mir machen. Ja, aber wo? Klasse, Bade. Oh, Muscle Mummies. Muscle Mummies. Das ist doch schon eher was. Giant Muscle Mummies. Oh nein, er hat Vögelchen-Tattoos im Gesicht. Kannst du ja bei Schminkstil oder sowas bestimmt wegmachen. Achso, bei, da steht auch ganz unten Kleidung ausblenden, wenn du in dieser Liste runtergehst, bei Allgemeines. Ah! Ja, denk dran, wenn du im Stream bist, solltest du hoffentlich Genitalien ausgeschaltet haben. Ich dachte, die tragen nur Unterwäsche. Kann man denn überhaupt das Geschlecht auswählen? Auch für Allgemeines. Also du kannst deine Geschlechtsidentität und unter diesem Körperbau ist, glaube ich, immer abwechselnd Männlein, Weiblein, und ich glaube, es gibt die Skinny-Version und die Muscle-Mummy-Version. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, es ist einfach nur Körpergröße. Ah, ja. Ah. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, 2 Stunden Gesicht auswählen. Ich habe noch nichts gefunden, wo man die Feinheiten vom Gesicht ändern kann. Ich glaube, man ist an diese Gesichter gebunden, die sie da vorschlagen. Hm.
Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Joa, kann ich alles haben. Hätte ich nicht gerade eben noch irgendwie. Kann man nicht die, zumindest irgendwie die. Ach da. Nee, Moment, das sind Narben. Mhm. Aber Ohren einzeln und Augen einzeln auswählen kann man auch nicht? Scheinbar nicht. Also du kannst die Augenfarbe in diesem Reiter da rechts ändern. Mhm. Aber sonst kannst du, glaube ich, nichts am Gesicht zu ändern. Witzig. Warte mal, ich habe irgendwas. Irgendein TikTok gesehen, wo stand, dass wenn man zwei verschiedene Augenfarben hat. Hey, ich dir gezeigt. Ja, ja. Heißt ja nicht, dass ich das nicht gesehen habe. Wo konnte man das denn einstellen? Und wie stellt man das jetzt nochmal ein? Wenn du bei den Augen drauf gehst, kannst du Heterochromie auswählen. Weiter bin ich jetzt aber auch noch nicht. Sommersprossen! Sommersprossen aus der Hölle. Sieht komisch aus. Sieht aus wie Dreck. Huch! Hm. Ist das auf dem ganzen... Ah ja. Kann man auswählen, welche Farbe das haben soll? Nein, aber du kannst auswählen, wie reif er ist. B, Penis B, Penis C. Heilige Scheiße. Ach, es gibt auch unterschiedliche, wie schön. Ja, wo kann man denn seine Hautfarbe auswählen? Seine Hautfarbe ist über den Narben. Und da kannst du auch anklicken, dass du Griff auf alle Hautfarben haben möchtest. Ah ja. Dann schaltest du auch welche frei, die nicht direkt zur Rasse gehören. Hm. Gefällt mir alles irgendwie nicht. Nachtelfen it is. Wo kann man auswählen? Vitiligo-Pigmentierung. Wo kann man denn die Farbe auswählen? Oder ist dieses Schweinchenweiß einfach die... Ja, Vitiligo ist ja das Fehlen von Pigmenten in der Haut an bestimmten Stellen. Also ist die natürliche Hautfarbe Schweinchenrosa? So die natürliche, das ist einfach die ohne Pigmente drin. Hm. Die ist immer, ja, hell. Nein, lassen wir das. Körperschmuck, was denn? Ach so. Oh ja. 90s Emo-Tattoos. Fick, ja. Hm. Uff. Schön Ganzkörper-Tribals. Tattoos sind bei mir so pixelig. Echt? Ja, der ganze Rest ist nicht so pixelig, aber die Tattoos sind mega bei mir. Bei mir gehen die voll. Wird es Zeit für eine neue Grafikkarte? Nein, sind teuer. Ach, die 1060er, 1070er. Oder die 2070er sind mittlerweile nicht mehr so teuer.
Ach so, okay. Ja, wer will sich nicht einen Beholder auf den Hals tätowieren? Ist das Aragorns Schwert? Ich. Kann man die Tattoos umfärben? Ja. Wenn du auf Farbe der Tätowierung gehst, kannst du auch eine andere Farbe aussuchen. Ah. Tada! Sieht alles nicht so, nicht so aus. Für roter Schimmer, die schimmern überhaupt nicht. Was für ein roter Schimmer wo? Piercings. Was? Ligma? Make-up! Aber ja, Ligma auch. Was war das? Ja, das war mein Untersetzer, der über den Tisch geschrammt ist. Oh Jesus. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Was? Den, das Augenbrauen Piercing. Ich. Zwei Augenbrauen-Piercings. 2000er haben angerufen. Ah, sieht so. Naja, besser wird's, glaube ich, nicht. Oh, scheiße, ja, eine Sailor Moon-Gedenkfrisur. Sailor Moon Gedenkfrisur? Weil der auch mega pixelig ist. Hm. Erinnerst du dich noch, bei welcher Augenfarbe die anfangen zu leuchten? Du musst Heterochromie ausstellen. Ich glaube, du musst das eine Auge, du darfst nicht alle Augenfarben benutzen. Du musst das eine, glaube ich, menschlich in Anführungszeichen machen und eins dämonisch. Ah, ja, jetzt sehe ich's. Das hat bei mir so funktioniert. Scheiße, ich hab Sans gebaut. Ja, ich weiß, du kannst aber Sans aus Undertale bauen. So ein Scheiß. Tatsächlich. Hm.
Nein, ich will nicht Sans. Es leuchtet hauptsächlich weiß. Also bei mir war gelb, gelb und rot, rot und blau, blau. Mehr habe ich nie ausprobiert. Ich. Bei dir sehen die Haare sogar aus wie Haare, bei mir sehen die richtig gruselig pixelig aus. Okay. Uff. Warte, ich schick dir ein Bildschirmfoto oder so. Uff. Sieht schlimm aus. Jesus, sieht das schrecklich aus. Guck mal, wie komisch pixelig das bei mir ist. Uff. Okay, sind bei dir die Grafikeinstellungen etwas runtergeschraubt? Ja, weiß ich nicht. Wenn ich hier jetzt rausgehe, muss ich alles noch nach vorne machen. Ja, kannst und du erstmal fertig machen und dann. Ich kann leider nicht beurteilen, was eine gute Frisur ist, weil die alle schrecklich aussehen. Musst du wohl bei mir reinspringen. Das sind jetzt geöffnet. Da. Öffnen. Ah ja. So. Ja, jetzt habe ich die Sailor Moon Frisur auch gefunden. Ja. Ist ganz am Anfang irgendwo. Ja. Ist eigentlich nicht zu übersehen. So, jetzt haben wir Sailor Moon. Glanzlichter? Was mit diesem Glanzlichter? Kein Unterschied. Kannst du auch die Intensität verändern von. Dann siehst du vielleicht mehr Unterschied. Kommt auch drauf an, welche Farbe du da hast. Ich sehe keine Intensität. Kann man da denn was einstellen? Damn, das ist ein dicker Zopf. Boing, boing, boing. Halt den Mondstein fest. Oh shit, es ist Sailor Karen. Das ist Ramona Flowers. Aloy. Irgendwas stimmt in meinem Stream nicht. Was ist mit der Wiedergabe? Weiß ich nicht, ich guck da nicht so drauf. Oh,
Oh shit, ja. Schön mit Halbglatze. Ich rutsche mal weiter runter in meinem Stuhl, ey. So, und jetzt aus Versehen auf Aussehen zufällig auswählen klicken. Oh, fick, ja. Das ist es. Sailor Moon oder Panda-Öhrchen? Ah, quälen wir die Grafikkarte mal ein bisschen mit Physics. Gesichtsbehaarung? Oh ja. Sailor Beard. Auf Schnitzel. Es ist Sailor, ich darf mich nicht innerhalb von 50 Metern im Radius eines Kindergartens aufhalten. Hey, wollt ihr ein bisschen Süßigkeiten? Oh, damn. Ja, gut. Hörner. Wie mit den Hörnern jeden Morgen diese Frisur vom Spiegel machen, ist bestimmt anstrengend. Noch einen machen, ach du Scheiße. Was? Danach musst du noch einen machen. No! Kennst du diesen TikTok? So, I'm finally did it. I can go home. I can see my family. I'm back in the fucking building. Jesus, fuck. Das ist schon näher. Jesus Christus, ey. Boing, boing. Ah ja, Spiele Physik. Okay.
Junge, vielleicht bin ich zickig, aber warum sind die Gesichter alle so fuggly? Nein! Wie soll ich hier mein Hot Girl Life leben? Ich brauche einen Wächter. Oh ja, ein Halbling. Ja. Ein Halbling, der nichts kann. Was hast du für einen Wächter? Ich habe Drow genommen, aber ich weiß nicht, was das ändert. Ich weiß nicht, wer der Wächter ist und wofür der ist. Man kann ja irgendwie 4 Charaktere spielen. Kann man nicht als Wächter einen der vorgefertigten Charaktere nehmen? Ich scheinbar nicht. Dann nehme ich einen Halborg. Warum sehen die Gnome aus wie die Zwergen? Nur weniger Buff. Ja, was hast du erwartet? Und wo kommen jetzt die Githyanki her? Wo kommen die her? Ja, was ist das für eine Rasse? Wo kommen die? Oh, ist ja hässlich. Auch eine Dungeons & Dragons Rasse. Ja, aber aus was für Gebieten sind die hergekommen? Aus dem Sumpf? Ich weiß gerade nicht, die Gith unterteilen sich in 2 Unterrassen, die Githyanki und die Githarazaki, irgend sowas. Nein, und gerade war... Erstmal, die betteln sich eigentlich rund um die Uhr gegenseitig. Und die Herstammung von den Rassen an sich ist, glaube ich, dass das mal Menschen waren, die von den Mindflayern versklavt wurden. Mhm. Und jetzt sind die aber selbstständig und das Einzige, was die irgendwie härter haten als sich gegenseitig untereinander, ist, sind die Mindflayer. Und ich glaube, lore-mäßig sind die einfach super kriegsgeil gefühlt. Okay, dafür, dass sie aussehen wie irgendwelche Skinny Peets. Warum sind die alle so hässlich? Deine sieht ganz süß aus. Also was ich jetzt noch bei dir im Stream sehe, deine Sailor Moon Dame da. Meine ist, also ich glaube, meine sieht mega hässlich aus. Wenn ich Glück habe, sieht sie weniger hässlich aus, wenn die Grafik besser ist. Echt? Du bist noch bei, mein Stream ist noch bei Sailor Moon? Krass, ich bin schon mindestens 2 Minuten weiter. Also irgendwas stimmt hier nicht. Oh Gott. Bei den Tattoos gibt's eins, das heißt Spinnenlippe. Ich habe da gerade was ganz anderes gelesen. Ich habe da Schamlippe gelesen. Dachte mir so, interessanter Name für ein Tattoo, aber okay. Jesus, die sind so hässlich. Also mein Wächter ist todeshässlich, I'm sorry. Ja, ne? Die sind so ugly. Also ich bin schon längst bei den Wächtern. Ich bin auch bei den Wächtern. Meiner ist da... Meiner hat Hässlichkeit durchgespielt. Mhm. Auf Platin. Hässlich einfach gewonnen. Oh shit, mein Ork ist ein Halbschwein. Uff. Ja, ich weiß nicht. Oh fuck. Ja, das klappt also nur mit dem Tiefling, mit der Heterochromie. Irgendwer hat es mit den Dragonborn versucht, ich weiß jetzt aber nicht, ob es funktioniert hat oder nicht. Ich habe mir das Ergebnis nicht gemerkt. Sailor Moon Ork.
Ich habe aus Versehen Todoroki als Ork erstellt. Weißt du schon, dass Todoroki eine Brandnarbe hat und kein Vitiligo? Ja, ich habe das weggelassen. Ich meine von den Haaren her. Nein, kein Bart, Mann. Ja, ich weiß nicht, ich guck gerade bei dir im Stream, da hast du gerade so einen Fokuhila. Ah, mein Flayer. Hast du das Spiel gestartet oder was war jetzt? Ja. Achso, darum. Weil auf einmal geht bei mir so eine Cutscene weiter. Ja. Ah, das ist das Intro. Also, das Intro ist der Trailer. Okay. Der war ziemlich nice. Ja, kann gar nicht erwarten, diesen Mindflayer wegzubomsen. Man kann ein Owlbear-Baby adoptieren. Na, André, alles klar. Nicer Schnurrbart. Findest du? Ich habe den extra gezwirbelt hier. Es ist so anstrengend, diesen Bart zu pflegen. Vor allem das Essen ist anstrengend, ohne dass da die ganzen Haare im Mund sind. Hallo. Wie war Gamescom? Ding Dong. Polarius 91. Jo, danke dir. Sorry, ich habe gerade nicht auf meinen Chat geschaut. Oh, Schnitzel, da kommt. Naja, Drachen. Was denn sonst? Ah, jetzt sehe ich's. Not gonna lie, für all diese Jahre habe ich in Dungeons & Dragons erstaunlich viele Dungeons und erstaunlich wenige Dragons erlebt. Hm. Ordentlich ein Bitch-Slap. Scheiße, bei mir, ich habe irgendwie 2 Minuten Lag. Die Grafik in der Cutscene ist richtig, richtig gut. Nur die in-game ist bei mir unfassbar hässlich. Flunk. Ja, die Cutscene ist ja auch vorgerendert. Ist einfach nur ein Video, ja, was abspielt. Trotzdem könnte man meinen, ich krieg die halt irgendwie auch pixelig angezeigt oder sowas. Nee, dafür musst du deine Auflösung runterdrehen. Es wird ja nur ein Video angezeigt. Ich hätte jetzt gedacht, dass von dem Ingame wäre auch ein Auflösungsproblem. Nee, das sind einfach nur die Grafikeinstellungen bei dir. Die musst du mal höher schrauben. Wir können jetzt hier mal gucken, wenn gleich gespeichert ist, würde ich mal meinen Router neu starten. Du kannst bei dir in den Grafikeinstellungen rumspielen und dann treffen wir uns wieder. Okay, wenn das geht. Weil irgendwie, ich bin schon am Ende der Cutscene und der zeigt mir jetzt gerade mal die... Das erste Drittel an oder so. Ich will den streicheln, den Drachen. So ist es. Dann frisst er dich. So, und die Hand nehmen und so streicheln. Dann hast du keine Hand mehr. Ich weiß nicht, ein paar Drachen sind ja auch ganz nett. Lappen. Mein Manly Man. Also in unserer Homebrew-Kampagne haben wir gerade, ich will jetzt nicht sagen Tiamat befriended, aber wir lästern mit ihr über Männer. Hm. Oh, guck mal. Eine 3. Okay, die Zwischensequenz kenne ich noch nicht. Ah, Imps. Fucking Imps.
schlimmsten. Meine Cutscene ist schon vorbei und jetzt sieht aus wie Peter Ustinov als Hercule. Was? Hercule Poirot, das ist der Detektiv aus den Agatha Christie-Dingern. Okay. Und den Schauspieler weiß ich jetzt gerade nicht. Ich war das der aus Orient Express? Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Nee, nicht aus Orient Express. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht so viele Verfilmungen von Agatha Christie gesehen. Also mein OBS zeigt alles normal an. What? Jetzt sieht meine Frisur weniger scheußlich aus in der Szene. Bei mir hat mein Charakter keine Physik auf seinen Wappenrock gehabt. Hallo, bist du das? Ich bin das hier. Du bist ja klein. Ja, ich bin ein kleiner blauer Tiefling. Ach, du bist auch ein blauer Tiefling? Ja. Okay, starten wir gleich neu. Also ich speichere mal das Spiel. Wie speichert man denn das Spiel? Du drückst Escape und gehst auf Speichern. Bei mir wird gerade gespeichert, Speichern erfolgreich. Ich habe nichts gedrückt. Ich glaube, das ist, weil du das gemacht hast. Achso, drück du mal Escape und drück mal auf Speichern. Wo, warte. Spielmenü, Escape. Hier steht nur Fortsetzen, mehr Spieler. Achso, ja, okay, dann sind wir